Warum einfach immer wieder und wieder? Ich verstehe schon, die kommen, werden die dann einfach immer mehr und mehr. Oha. Oha, da sind ja viel mehr. Thermosflasche. Ja, ich glaube, ich müsste mehr benutzen, mehr Taschenlampen. Okay, das bringt aber nicht viel. Okay, ich bin dumm. Dann wird die Taschenlampe, das bringt mir noch durcheinander. Weil die sind dann zu viele und die Taschenlampe hält auch nicht so viel aus. Noch mehr. Was das oder kommt da noch mehr? Ich sehe ein Manuskript. Manuskript. Ich betrat die Garage der Tankstelle. Dort war es dunkel und still. Es herrschte Chaos. Es sah aus, als hätte jemand den Ort verwüstet, als habe hier ein Kampf stattgefunden. Durch eine Hintertür drang Licht in den Raum und ich ging auf sie zu. Ohne Vorwarnung blendete mich ein grelles Licht. Ein alter, tragbarer Fernseher auf einem Regal war wie von selbst zum Leben erwacht. Es war unmöglich, doch ich sah mich auf dem Bildschirm wie von Sinnen redend. Ich glaube, wir wurden gerade gespoilert. Wir wurden gespoilert, glaube ich. Aber es wäre geil irgendwie, dass man durch die Seiten lesen, da weiß, was da passiert in der Zukunft. Ja, Revolver Munition. Oh, 20 ist das Limit anscheinend. Okay. Da müssen wir. Feldzeug nach rechts. Aha. Bin irgendwie voll gut, solche Gegenstände zu finden. Normalerweise bin ich voll scheiße darin. Ich frage mich, wie viel wir Flares nehmen können. 10, 20? Ich glaube, die sind wir wieder falsch, glaube ich. Ich glaube, wir müssen wieder nach oben. Ja, wir sind richtig hier. Ich habe irgendwas mit Mahlzeit verstanden. Ich habe da nicht so gut aufgepasst gerade. Oh, ich sehe wieder Manuskript, glaube ich. Press meine Flare, ihr Monster. Oh, wir haben alle. Okay, hey, das war ein guter Schuss von mir. Ja, ich bin stolz auf mich. Ich habe die Macht der Flares vergessen. Die Flare ist das die allerheiligste Waffe gegen die Dämonen. Manuskript? Ich aufpassen, dass ich nicht auf Kontrollpunkt drücke. Die Hütte am Cauldron Lake? Fragte sie. Der Sheriff sah mich misstrauisch an. Das Morgenlicht schien durch die Bürofenster. Ohne ihre Hilfe wäre ich wohl nie lebend aus dem Wald gekommen. Und doch konnte ich ihr nicht sagen, was mir wirklich passiert war. Sie würde glauben, ich sei ein Lügner. Oder verrückt. Sie würde mich einsperren. Und sie würde mir nicht helfen, Alice zu finden.
Ich glaube, dass Ellie einfach in See ertrunken ist und wir haben jetzt irgendwelche psychische Probleme darin. Und gegen Albträume. Oh, da ist noch eine Schrotflinte. Oh, da ist der Fernseher. Forschung. Sie bringt denjenigen Unsterblichkeit, die mit ihr die Menschheit voranbringen. Newton. Einstein. Sagan. Prinzen der. Es ist nicht der Doku. Aber der Preis ihres Erbes ist sehr hoch. 2 Stunden noch, schon ist Gronkh live. Da muss ich aufhören. Nightspring. Wenn das Leben vorhergestellt ist, oh, Officer Dingsbumster. Um den Verlauf zu ändern. Auf einer Pressekonferenz will Dr. Barclay Colvin eben diese Tapferkeit demonstrieren. Meine Damen und Herren von der Presse, ich bin Dr. Barclay Colvin. Und ich freue mich, so viele super von Ihnen hier zu begrüßen im Moorcock-Institut. Heute möchte ich Ihnen eine praktische Demonstration des Multiwelt-Konzepts zeigen. Wie Sie sehen, ist dies eine geladene 9mm Pistole. Hm? Sie ist Teil eines Gedankenexperiments, das jetzt real werden wird. Der sogenannte Quantenselbstmord. Sagt er Selbstmord? Ist die echt? Macht der Witze? Bitte, bitte. Ganz ruhig. Es ist sicher. Schauen Sie, was passiert, wenn ich die Waffe an meine Stirn halte. Jetzt könnten Sie glauben, dass das ein Blindgänger war. Im Gegenteil. Dort der Blumentopf. Und doch kann ich mich selbst mit dieser Waffe nicht verletzen. Mit jedem Zug am Abzug entstehen 2 neue Realitäten. Eine, in der die Waffe nicht feuert, und eine, in der sie es tut. Mit diesem Gerät hier stelle ich sicher, dass meine Realität immer die erstere ist. Ich verleihe mir so selbst Quantenunsterblichkeit. Unter keinen Umständen kann mich diese Waffe töten. Also halt, halt, halt. Sie sagen, dass Sie bei jedem Schuss in einer anderen Realität sterben? Ja, ja, natürlich, aber das ist völlig belanglos. Unendlich viele Dinge können jederzeit passieren und sie passieren auch immer irgendwo. Der Punkt ist, diese eine Sache passierte nicht hier. Sie sind verrückt, Colvin. Verrückt? Verrückt? Hey, muss das Ding eingesteckt sein? Ich bin gestolpert. Ihr Narren! Bestaunt die Quantenunsterblichkeit! Armer, armer Doktor. Ich hab's irgendwie gewusst, dass sowas. Sein Verhängnis? Oder die Dummheit der Massen? Vielleicht hätte er sie nicht öffnen sollen. Die Büchse der Pandora. Denn Neugier hat oft böse Folgen. Ich werde mich das wirklich, ich will das wirklich anschauen. Das sieht interessant aus, die Serie. Da gibt es bei uns nicht sowas. Ich mag solche Sachen irgendwie. Oha. Was passiert, wenn ich da drauf drücke? Nix. Bin enttäuscht. Oha. Haben wir jetzt den Bosskampf? Werkzeuge holen und
So. So, jetzt haben wir den Aktmörder da erledigt. Stuckys Körper verschwand und ließ nichts als lebenslange Albträume zurück. Vorausgesetzt, ich würde es lebend in das Tankstellenlicht schaffen. So, haben wir da jetzt irgendwas Verstecktes noch? Aber ich glaube eher nicht. Aber jetzt haben wir endlich Ruhe von den Typen, aber die Flair ist echt stark. Ich muss nur schon sagen, die Flair ist echt stark. Ah, eine Thermosflasche. Wo trägt denn der überhaupt die Thermosflasche die ganze Zeit? Hat er sie in den Arsch reingeschoben? Öffnen. Auf jeden Fall bald bei der Tankstelle, sehe ich gerade. Munitionstechnik sind wie gut drauf. Ich erkannte den Festwagen, den ich und Alice bei der Ankunft in Bright Falls gesehen hatten. Ja, wird irgendwas passieren. Irgend so ein Hirsch, was verdorben ist und den müssen wir töten. Aber ich bin jetzt gespannt, ob das jetzt... Den ich gerade in der Dunkelheit erlebt hatte, wirkten die Lichter der Tankstelle tröstlich. Zumindest für einen Moment herrschte wieder Normalität. Und ich bin jetzt gespannt, ob das jetzt wirklich stimmt, so wie es auf dem Zettel gestanden ist bei den Manuskripten. Ich erkunde mal das Ganze. Da ist ein Manuskript. War irgendein Fokus zu sehen. Ah, ich glaube, ich habe es verpasst. Das ist mir das Manuskript. Das ist, dass er Stucky ist besessen. Stucky spuckte auf den Garagenboden und versuchte, die Spinnweben abzuschütteln. Seitdem das Paar nicht aufgetaucht war, um die Schlüssel zu holen, war alles verschwommen. Etwas, ein Gefühl ließ ihn aufmerken. Stucky blickte auf und starrte, während sein Gehirn vergeblich versuchte, den Albtraum vor ihm zu verarbeiten. Er taumelte, stieß eine Öldose um. Ein schwarzer Teich verteilte sich auf dem Boden. Nach kurzem Kampf gab er auf und das unerbittliche Dunkel verschlang ihn. So war das der Typ, was uns die Schlüssel geben wollte? Okay, ich habe das gar nicht gecheckt, dass das der Typ war. Bis zum Hirschfest waren es bei unserer Ankunft noch 2 Wochen gewesen. Stimmte das Transparent, fehlte mir eine ganze Woche zwischen unserer Anreise und jetzt. Uiuiui, da ist was Böses im Busch. Okay, da ist das Gleiche. Ich sehe eine Thermosflasche. Ich musste in die Tankstelle, um telefonisch Hilfe zu rufen. Ich will die Thermosflasche. Unleaded 299 309 319. Hä? Wo ist denn da die Komma? Oder bin ich dumm? 299 319. Tanken ist immer wie so immer teuer. Und ganz besonders Diesel. Ich gehe mal in die Garage. Sie zu einladen, dass. Dort herrschte Chaos. Es sah aus, als hätte sie jemand verwüstet oder als hätte ein Kampf stattgefunden. Also wie beim Zettel, wie beim Manuskript und jetzt kommt irgendwas Grelles. Genau. Ich schreibe weiter. Draußen ist es dunkel. Außerhalb der Hütte, außerhalb der Geschichte, nur Dunkelheit. Ich kann sie darin spüren. Ich rieche ihr Parfüm. Ich werde sie finden. Ich bringe das in Ordnung. Ich hole sie zurück. Die Geschichte wird wahr werden. Höre ich auf, ist sie verloren. Das gibt's doch nicht. Der durchgeknallte Typ im Fernsehen war ich. Wurde ich langsam verrückt? Eine andere Dimension, wo ich verrückt wurde oder so. Oder wo sie wirklich tot ist. Kann nicht ich Werte erkunden. Nordic Walking lesen. Zu viel. Nee, ich lese durch. Schauen wir mal, was da steht. 68 Jahre Hilfe. 5. bis 8. September. Spiele und Aktionen. Tombola, Wettangeln,
Kuchenwettbewerb und Überraschungswettkämpfe, Live-Musik für die Kinder. Hasenzahn, Charlie nachmittags und die unglaubliche Phantasmagorie und Pongomeri de Magia abends. Passen Sie nicht die legendären Hirschfischparade. So, jetzt kommt der Sheriff und wir wissen nicht, was wir erzählen können, laut Manuskript. Polizeiwache Bright Falls? Oh, zum Glück, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. Und Sie sind? Mein Name ist Alan Wake. Hören Sie, ich hatte einen Unfall. Meine Frau Alice, sie ist verschwunden. Ganz ruhig, Mr. Wake. Wir haben in einer Hütte auf der Insel übernachtet, im Cauldron Lake. Es gibt keine Insel im Cauldron Lake. Nicht seit dem großen Ausbruch in den 70ern. Bitte, ich bring sie hin, okay? Sie haben einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen. Alles okay? Hören Sie. Wir werden uns das ansehen. Steigen Sie ins Auto. Wir fahren erst am See vorbei und dann gleich zum Revier, okay? Mr. Wake, haben Sie Ducky gesehen? Den Typ, dem hier alles gehört? Ich begriff, dass ich nicht erzählen konnte, was im Wald passiert war. Sie würde mir nicht glauben. Und dann würde sie mir nicht mit alles helfen. So wie Manuskript. Manuskript spoilert uns. Entwickler spoilern uns. Können wir einfach tauchen gehen? Oh, das war erst der Prolog. Ja, okay, ich hätte gedacht, das wäre schon vorbei. What? Ende von Folge 1. Nee, ich werde nicht überspringen. Wieso soll ich überspringen? End of Episode 1. Ich hoffe, das ist nicht Copyright. Bis hier bei Alan Wake. Ich kam nach Bright Falls mit meiner Frau Alice. Danke, dass du mitgekommen bist. Ich hab gedacht, dass du ihr vielleicht schreiben könntest. Ich will es nicht hören! Verdammt, Alice! Jetzt wird sie vermissen. Alice? Ah! Alice! Ich erwachte hinter dem Steuer eines demolierten Autos. Ist da jemand? Mir fehlt eine Woche. Ich wurde von albtraumhaften Schattenmenschen angegriffen. Sheriff Breaker brachte mich zum See und zu unserer Hütte. Aber die Hütte war verschwunden. Besessen. Hätte ich nicht auf überspringen gehen sollen, oder? Bin immer noch durcheinander mit dem Ablauf, wie das. Schatz, ich bin zu Hause. Hier hinten, Liebling. Wie war es? Das schlechteste Wetter aller Zeiten. Du solltest dir einen Kaffee machen, der wärmt dich auf. Hey, warum sind wir hier? Was? Ich bin echt durcheinander. Was? Wir haben jetzt Winter. Toll, danke. Ich werde welchen brauchen, wenn ich das hier bis morgen fertig haben will. Ich bin echt durcheinander, wenn ich ehrlich bin. Ich komme mit der Story nicht zurecht. Wo ist der Anfang, wo ist da der Ende? Können wir raus? Es ist eh schon Weihnachten. Es ist bald. Also der Oktober ist ja bald vorbei. Ich habe gerade die Coverentwürfe fertig. Sie liegen auf deinem Schreibtisch. Sag mir, wie sie sind. Im Ernst? Hätte nicht gedacht, dass du das so schnell schaffst. Ab und an kann ich wahre Wunder vollbringen, mein Schatz. Ach ja? Zumindest warst du letzte Nacht dieser Meinung. Okay. Interessant, was die beiden da gemacht haben. Oh, QR-Code. QR-Code. Ich sehe ein QR-Code. Warte mal, ich muss das letzte noch lecken, bevor ich das... warte mal. Sonst finde ich das nicht wieder. So, QR-Code.
Mission Nummer 2. Okay, ich schaue mir dann das nachher an. Aber da ist das gleiche so wie letztens. Mit dem QR-Code. Warte mal, ich kann das euch zeigen. Da ist das gleiche so wie beieinander. Ja, mach wieder weiter. Alan Wake. Oh klar, bis Barry sie in die Finger kriegt. Was übrigens nur über meine Leiche passieren wird. Letztes Mal war das letzte Mal. Oh, apropos Barry, er hat angerufen. Alan? Alan? Ja, ich lese jetzt erst das Manuskript durch. Es ist wahr, was man über den Sturz und jähen Halt am Ende sagt. Ich lag hier im Schnee, während sich die Szenen, die mich hergeführt hatten, immer wieder in meinem Kopf abspielten. Eine Wiederholung meines ganz persönlichen Snuff-Films. Ein Memoriam für meinen Leichnam. Allein auf meiner eigenen Totenwache. Wieder diese Metaphern. Die Femme Fatale war weg. Nur ein fader Nachgeschmack blieb von dem Kuss, der mein Tod war. Bitte überprüf mal den Sicherungs... Ja, ich hab noch ein zweites Manuskript. Warte mal. So. Das hier war ein spätes Lebwohl. 13 Jahre nach meiner Rache hat er... ist so dreckig. Sehe nix, ich muss meine Augen. Es geht eigentlich. Die Schrift ist groß genug, dass ich was lesen kann. Immer noch voll dreckig. Ist noch dreckiger als vorher. Ich bin immer noch durcheinander mit der Story. Ich bin hier. Schon dabei, Schatz. Bitte beeil dich! Ich bin hier, Süße. Ich bin okay. Mach nur das Licht wieder an. Jetzt, bitte. Und ich habe das Gefühl... Achso, das ist schon da. Ich habe glaubt, dass sie irgendwie draußen ist, mit mir rausgehen und sie verschwindet währenddessen. Schatz, das ist ein Stromausfall. Ich habe die Taschenlampe. Okay. Hi. Alles okay? Es tut mir leid. Ich hatte eben einfach Angst. Die ins Gesicht. Wir holen die Kerzen raus. Ich weiß, dass es dumm ist, aber es ist. Besonders, wenn ich nicht darauf vorbereitet bin, weißt du? Es macht mir Angst. Ich liebe dich. Erzähl mir eine Geschichte. Okay. Als Kommt jetzt doch durchs Nusnu, oder? Und auch Angst vor der Dunkelheit. Als es richtig schlimm wurde, gab mir meine Mutter einen alten Lichtschalter, genannt der Klicker. Den Klicker, hä? Ja. Wann immer ich Angst vor der Dunkelheit bekam, konnte ich mit dem magischen Licht des Klickers die Monster vertreiben. Na klar. Hier ist er. Alan. Vielleicht hilft er dir auch. Ja, hübsche Geschichte, Schreiberling. Das hast du dir gerade ausgedacht. Nein. Nein, ernsthaft. Ich liebe dich. Auch wenn du ein Lügner bist. Dankeschön. Snu Snu. Tod durch Snoo Snoo. Unser Charakter Snoo Snoo. White Falls heute. Oh, jetzt sind wir wieder da. Das war eine Erinnerung. Sind Sie desorientiert oder so? Mr. Wake, wie geht es Ihnen? Mir geht's gut. Meinem Kopf auch. Ich musste die Kopfschmerzen und den Gedächtnisverlust verschweigen. Sonst würde er mich ins Krankenhaus schicken. Ich konnte nicht ohne Alice hier weg. Hm, sehr gut. Ich glaube, Sie haben keine Gehirnerschütterung, aber Sie haben ganz offensichtlich einen Schock. Sie sollten sich ein paar Tage ausruhen. Danke. Okay. Mr. Wake, das war's. Werden die Schmerzen stärker oder zeigen Sie andere Symptome, kommen Sie einfach wieder vorbei. So, das war's dann. Sarah, Sheriff Breaker, wartet auf Sie. Sie macht ihre Arbeit sehr gut. Ich bin sicher, dass sie ihre Frau schnell finden wird. Dr. Nelson war der typische Kleinstadtarzt. Sheriff Breaker hatte ihn wegen meiner Kopfwunde aufs Revier kommen lassen. Ich habe ein Gefühl, das mit dem Revier wird nicht so gut ausgehen. Danke, dass Sie die Lampen geprüft haben, Miss Weaver. Alles scheint in Ordnung zu sein. Ich kann mir nicht erlauben, nachlässig zu sein, Deputy Grant. Die Birnen müssen bald gewechselt werden. Und das kann man nicht im Dunkeln machen. Ich werde mich darum kümmern, Miss Weaver. Einen schönen Tag noch.
Gut. Ich komme sicherheitshalber später nochmal vorbei, um Sie daran zu erinnern. Mr. Wake, Sheriff Breaker erwartet Sie in Ihrem Büro am Ende des Flurs. Ich mag die alte Dame. Das war Cynthia Weaver. Man könnte sie wohl als unsere Exzentrikerin bezeichnen. Früher hat sie die Lokalzeitung herausgegeben, aber jetzt konzentriert sie sich auf andere Dinge. In meiner Stadt würde es ihr gefallen. Wie Sie vielleicht gemerkt haben, ist sie auf die Wartung von Glühbirnen fixiert, in der ganzen Stadt. Sie vermeidet es, auf Schatten zu treten und all sowas. Früher hat sie in ihrer Zeitung über alle merkwürdigen Begebenheiten geschrieben. Bright Falls hat eine interessante Geschichte. Naja, welche Kleinstadt hat die nicht? Ich mag die Dame. Die gefällt mir. Ich mache das so, wie ich als kleines Kind immer gemacht habe. Die klicke immer aus ein, bis was kaputt geht. Ja, hier, Mulligan. Einfach drauf drücken im Polizeirevier. Hier ist nichts von ihm zu sehen. Ende. Halt. Ja, hier unten. Wir haben den Festwagen gefunden. Er ist hier. Das sind gute Neuigkeiten, oder? Stucky sollte ihn heute bei der Probe fahren. Ende. Her damit! Hier, Mulligan. Sieht aus, als hätte jemand die Werkstatt verwüstet. Ende. Okay, verstanden. Die Manuskript. Sucht weiter nach Stucky. Janes Ende. Hier der Manuskript. Oh, ich kann Schulterwechsel mit Tab. Alice sah durch den Sucher und konzentrierte sich. Cauldron Lake war atemberaubend. Etwas zog ihren Blick auf sich. Eine Gestalt in den Schatten hinter der Hütte, wie eine dünne Frau in einem schwarzen Kleid. Alice senkte die Kamera und sah wieder hin. Niemand. Nur eine Ansammlung von Büschen mit entfernt menschlichen Umrissen. Sie schüttelte den Kopf und lachte. Das hört sich aber gut an. Von anderen. Breaker erwartet Sie in Ihrem Büro, Mr. Wake. Okay, das ist da hinten. Lesen. Was sehe ich denn da wieder? Lesen? Ach so. Richard Borg, Bruce Densky, Jacob Miller. Nicht von einem Campingausflug zurückgekehrt. Kontakt abgebrochen. Wenn Sie diese Männer gesehen haben oder wissen, wo sie aufbitten. Okay. Unsere Frau ist nicht da, aber eine Katze wird gesucht. Er hat diesen Mann gesehen, verschwunden am 20.06.2007. Und die Katze kann man die nicht tun. Eine Frechheit. Aber ich werde auch schon noch die Katze halten. Ihr Telefon liegt auf dem Tisch. Der Akku war leer und ist jetzt wieder aufgeladen. Suchen Sie schon nach meiner Frau? Meine Leute sind dran. Können Sie mir erzählen, was passiert ist? Ich bin mir nicht sicher. Ich erinnere mich nicht. Wir haben uns gestritten. Ich bin aus der Hütte gelaufen. Die Hütte am Cauldron Lake? Wie kamen Sie zu Stuckys Tankstelle? Ich wollte ihr erzählen, was letzte Nacht passiert war, aber ich konnte nicht. Sie hätte mich weggesperrt. Entschuldigung, ich muss da rangehen. Hallo? Alan, bitte hilf mir. Alice? Reden Sie nicht mit der Polizei. Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Wer ist da? Gehen Sie auf den Hinterhof. Links im Zaun ist ein Loch. Sehen Sie in der Schrottkarre nach. Ich habe Ihnen was dagelassen, damit Sie sehen, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Wenn Sie die Bullen los sind, treffen Sie mich im Elderwood Nationalpark. Am Lover's Peak. Um Mitternacht. Und keine Dummheiten. Wir beobachten Sie. Ich brauche frische Luft. Kann ich kurz rausgehen? Vielleicht hinten? Natürlich, Mr. Wake. Ich verstehe das. Sie müssen nur durch den Zellentrakt. Deputy Grant zeigt Ihnen den Weg. Tut mir leid. Das alles... Es ist einfach zu viel. Lassen Sie sich Zeit, Mr. Wake. Ich verstehe das. Darf ich fragen, worum es bei dem Anruf ging, Mr. Wake? Ist privat. Naja, wir suchen Ihre Frau. Und ich werde Ihre Unterstützung brauchen, wenn ich Ihnen helfen soll. Geben Sie mir Zeit. Ich würde es ihr sagen, wenn ich ehrlich bin. Okay, Sie finden mich hier. Wir reden, wenn Sie sich besser fühlen. Ich würde es ihr sagen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, wenn man es nicht sagt, dann wird es, glaube ich, noch schlimmer. Mr. Wake, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich muss an die frische Luft. Sie meinte, ich könnte hinten raus. Natürlich, Mr. Wake. Sie können durch den Zellengang gehen. Ignorieren Sie Walter einfach. Er ist einer unserer Stammgäste. Ach, ich dachte, er wäre endlich trocken.
Oh, leider nicht. Er war auf Sauftour und hat dann Danny ziemlich übel zusammengeschlagen. Seit er wieder wach ist, schreit er rum. Okay, Stammgast anscheinend. Durch die Tür und den Flur kommen sie in den Hinterhof. Können Sie das Licht anmachen? Die Deputies verstehen mich nicht. Sie wollen nicht auf mich hören. Es muss hier drin hell sein. Ich glaube, ich werde nicht machen. Ich verfolge Manuskript. Hey! Hey! Können Sie mir helfen? Können Sie das Licht einschalten? Ich lese das Manuskript durch. Das Dunkel als intelligent zu beschreiben, hieße, etwas gänzlich Unmenschlichem mit menschlicher Maske menschliche Qualitäten zu unterstellen. Trotzdem fand es den Ort im Restaurant, der dunkel genug war. Etwas Licht drang in den Korridor, riss an ihm, aber es erduldete den Schmerz. Der Schreiber würde das bald beheben. Er würde zu dem Ort kommen, an dem es noch Macht besaß. Aber ich glaube, ich werde besser das Licht einschalten, glaube ich. Wir werden das Monster da irgendwie den Typen auffrisst. Und den ich dann als Boss habe, ist das nicht gut, glaube ich. Okay, lassen Sie sich nichts anderes einreden. Ich sollte nicht mal hier drin sein. Die Cops haben alles total falsch verstanden. Klar, ich habe ihn zusammengeschlagen. Aber ich war nicht betrunken. Ich meine, da noch nicht. Erst danach. Okay, hören Sie. Sie müssen mir gut zuhören. Jetzt kommt der Knaller. Okay, ich höre. Das war nicht Danny. Der sah nur so aus wie Danny. Wollen Sie wissen, was es wirklich war? Ich sag's Ihnen. Es war ein gottverdammter Alien. Ich weiß, das ist genau das, was die Besoffenen erzählen. Aber glauben Sie mir, ich war nicht besoffen. Glaube ihn irgendwie. Ich glaub den Typ irgendwie. Das Morgenlicht tat meinen Augen weh. Mein Kopf tat weh. Der Mann am Telefon hatte gesagt, ich muss durch den Zaun links steigen. Oh, Thermosflasche und Radio. Es war wieder eine lange Nacht, Freunde. Ich muss allmählich Schluss machen. Schließlich brauche ich meinen Schönheitsschlaf. Obwohl, eins noch, bevor ich gehe. Die Polizei hatte heute Nacht ganz schön zu tun. Es gab ein paar zerbrochene Fenster. Auf der Hauptstraße sollen sogar Schüsse gefallen sein. Die Deputies Mulligan und Thornton mussten sich um zwei junge Männer kümmern, die die Fertigstellung ihres Hirschfest-Festwagens zu heftig gefeiert haben. Leute, das passiert jedes Jahr. Ich verstehe ja die Aufregung, aber sparen wir uns das Feiern für den großen Tag auf. Schießen können wir doch auch viel besser beim Wettbewerb, hm? Es gibt keinen Grund, jetzt schon auszuflippen. Also ich finde, ich glaube, das ist überall so, dass die Leute ausflippen. Wir müssen da hoch, oder wie? Der Anrufer hatte gesagt, ich soll nach einem Loch im Zaun hinter der Wache suchen. Er hatte etwas für mich in ein verlassenes Auto gelegt. Komme ich da nicht hoch? Das hat sicher keiner gehört von den Deputies. Alice' Führerschein lag auf dem Vordersitz. Der Anrufer meinte es ernst. Barry? Gott sei Dank, wo zum Teufel warst du? Ich versuche schon seit einer Woche, dich und Alice zu erreichen. Ich war krank vor Sorge. Ich bin gestern losgeflogen. Ich bin in Bright Falls. Barry, pass auf. Ich bin auf der Polizeiwache. Hol mich ab. Ich kann jetzt nicht reden. Was zur Hölle ist? Ich musste Breaker überreden, mich gehen zu lassen, damit ich mich im Elderwood-Nationalpark mit Alice Entführern treffen konnte. Eieieiei, Manuskript. Ich hätte geglaubt, wir gehen jetzt weg. Der Entführer feuerte noch ein letztes Mal und der Schatten verschwand in der Finsternis, aus der er gekommen war. Da, keine große Sache, Wake. Dass sich Alice in seiner Gewalt befand, machte mich krank. Wir standen auf der Holzplattform von Lover's Peak.
Wasserfall und Berge lagen hinter uns. Über uns blickten die Lichter des Antennenmastes. Ich rang den Drang nieder, ihm eins zu verpassen und zwang mich zu sprechen. Also zur Sache, wo ist meine Frau? Oh, ja, ich verstehe schon. Werden wieder gespoilert. Ui. Ich glaube, das ist eigentlich der einzige Spoiler, was ich gerne mag irgendwie. Von dem Spiel her. Hat so seinen eigenen Charme irgendwie. Er macht ein Nickerchen. Ein Schriftsteller ist ein Licht, das die Welt der Geschichte aus der Dunkelheit holt und sie formt wie ein Bildhauer einen Stein. Wenn ich aufhöre, stirbt die von mir erschaffene Welt. Die Dunkelheit holt sie sich zurück. Es ist eine lange Reise in die Dunkelheit. Alles Leben steht auf dem Spiel. Ich darf nicht daran denken. Das Grauen lauert am Ende der Wahrnehmung. Ich mache weiter. Hier ist alles möglich. Ich schreibe die Geschichte. Ich rette sie. Ah, ich verstehe schon, als wir reingesprungen sind, haben sie nicht mehr gefunden. Und weil das jetzt eine Woche vergangen ist, haben wir eine Woche lang das Buch geschrieben und dann sind wir gequetscht mit dem Auto und die Seiten sind überall verstreut. Und das, was im Buch jetzt geschrieben wurde, passiert jetzt in echt. Wenn ich das jetzt so richtig verstehe, oder? Wenn ich das jetzt alle zusammenfüge wie Sherlock Holmes und so. Denn die Anderson-Brüder bei ihrem letzten bedauerlichen Ausflug eventuell versehentlich angerichtet haben. Sie sind für ihre Taten natürlich nicht verantwortlich. Ich versichere Ihnen, dass meine Mitarbeiter abgemahnt wurden. Thor und Odin haben nie Ärger gemacht, als sie noch auf ihrer Farm wohnten. Allerdings, alles, was wir tun können, ist, das Fortschreiten ihrer Demenz zu verzögern. Demenz? Geht es Ihnen schon wieder besser, Mr. Wake? Ich würde jetzt gerne gehen. Ist das möglich? Naja, wir müssen noch über ein paar Sachen reden. Bin ich verhaftet? Nein, natürlich nicht. Aber ich muss auf jeden Fall wissen, wo Sie wohnen, damit ich Sie erreichen. Das Motel ist nichts. Das Majestic ist bekannt für Kakerlaken. Die Hütten in Elderwood sind aber ganz nett. Das klingt gut. Ich bin Dr. Emil Hartmann. Ich möchte Sie gern in die Cauldron Lake Lodge einladen. Haben Sie mit meiner Frau gesprochen? Ich hatte schon mehrfach das Vergnügen, mit ihr über ihre Situation zu sprechen. Haben Sie was mit ihr abgemacht? Ich habe sie hierher eingeladen. Meine Klinik ist ein Ort, an dem ich... Oh, hey, oh je, ganz ruhig. Ich glaube, das ist der Typ, was sie entführt hat, oder? Hey, keiner bewegt sich. Hände weg von meinem Klienten. Wer sind Sie? Ich bin Barry Wheeler, sein Agent. Haben Sie was mit Mr. Wake zu klären, dann reden Sie mit mir. Ihr Landeier, werdet euch noch wundern, wenn ich meine Anwälte loslasse. Mir ist nichts passiert, Sarah. Mir geht's gut. Ich will ihn nicht anzeigen. Mr. Wake, mein Angebot steht noch. Oh. Hier raus. Was zum Teufel sollte das, Al? Oh. Eine Wiederholung dieser Sache mit den Paparazzi. Ich dachte, sie würden dich einlochen. Ich musste mit jemandem reden. Ich erzählte Barry alles. Er dachte, ich sei verrückt, aber als er vom Manuskript hörte, hatte ich ihn. Dass ich etwas geschrieben hatte, reichte ihm, auch wenn ich mich nicht daran erinnern konnte. Er roch Geld. Und er glaubte mir, dass Alice entführt worden war. Alles andere war erst einmal egal. Um Mitternacht war ich mit dem Entführer an einem Ort namens Lover's Peak verabredet, irgendwo im Elderwood-Nationalpark. Unser Plan war, eine Hütte zu mieten. Das ist nicht gut, Al. Es gefällt mir gar nicht, absolut nicht. Es ist das klare Gegenteil von gut. Oh, das ist Rose. Barry, Sie haben ihn gefunden. Hi, Rose. Oh, wow. Ich habe auch gerade an Sie gedacht. Toll. Ich habe Rossi eben einen Kaffee gebracht. Er ist auf dem Balkon, kümmert sich um Max. Armer Kerl. Ich muss wirklich los. War schön, Sie wiederzusehen, Mr. Wake. Bis später. Wer ist Max?